Hallo Leute, ja, wir sind hier bei Dwarf Fortress in den Items und müssen jetzt hier Sachen raussuchen für diese Folge. Und dann legen wir los. Ich hoffe, geht ein bisschen schneller wie letztes Mal, die Dingens raussuchen, die Leute raussuchen, was die machen. Also Aaron Anwell ist definitiv ein Punkt, den man rausnimmt, ne? Den kriegen wir dann beim nächsten Mal irgendwann, den brauchen wir nicht sofort. Gut, aber dann würde ich sagen, nach dem Logo gehen wir dann ins Großbild. So, dann schauen wir erstmal, was wir nicht brauchen. Stoff, brauchen wir Stoff? Ich glaube eigentlich nicht. Plump Helmets oder sowas, da können wir gleich zulegen, ne? Spawns, auf jeden Fall 30 Stück oder so. Pigtail Seeds, nehmen wir Zähne mit. Cave Weed Seeds. Ja, dann nehmen wir erstmal von jedem Zähne mit hier. Rocknuts machen wir auch Zähne. Dimple Cups, da waren das die auch das ganze Jahr. Dann haben wir 20 von mit. Copper Battle Axe. Warte mal, da gucken wir mal. Copper Battle. Nee, warte mal. Copper Battle Axe. Sind dann 140. Aber. Copper Picks nehmen wir hier zwei, brauchen wir aber nur eine. Das Fleisch hier, das glaube ich, können wir ganz rausnehmen. Das brauchen wir erstmal nicht. Fisch brauchen wir auch nicht. Plump Helmets, die brauchen wir. Da können wir auch 60 mitnehmen, wie das Bier. Beutel, ja, so eine Sache, ne? Lassen wir erstmal drinnen gucken, wenn, dann können wir die immer noch rausschmeißen. Fäden würde ich jetzt nicht sagen, dass wir die brauchen. Oh, ich habe jetzt hier aber, glaube ich, Seile brauchen wir auf jeden Fall, mindestens zwei. Das sind Köcher. Brauchen wir nicht. Ah, die Eimer lassen wir da, die brauchen wir. Dann nehmen wir vielleicht sogar noch zwei mehr mit. Woodsplints, die brauchen wir definitiv nicht. Die können wir auch selber machen. Ginkgo Buckets hat man. Ginkgo Crutches brauchen wir auch nicht. Können wir auch selber machen. Dann haben wir hier noch Ginkgo Wood Wheelbarrows. Die kosten viel Geld. Die können wir selber machen. Und die Steppleiter. Also, die brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Dann sind wir hier schon mal gut. Wir haben noch 704 Punkte. Und hier. Seeds, aber die haben wir ja schon hier drin, ne? Ich glaube sogar alle. Trading Weapons brauchen wir vielleicht noch. Aber da haben wir ja richtige Weapons. Dann lieber Ammo. Ne, Ammo brauchen wir auch nicht. Trap Components, ich glaube, die brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Digging Implants, haben wir eine Iron Pick? Ja, haben wir. Oder was ist eine Copper Pick ist es, aber die reicht auch. Okay, da gibt es noch ganz viel. Das sind also Leder, Clothes, Crafts. Das ist, nee, das brauchen wir nicht. Wood brauchen wir nicht, Bars brauchen wir auch nicht, Gems brauchen wir nicht, Stone Block Seeds haben wir schon, Anvils brauchen wir nicht, Weapons. Haben wir 6 Copper Battle Axe, die lassen wir mal so. Training Weapons, Ammo. Trap Components, Digging Implements haben wir. Bodywear, Iron Mail Shirts, die sind mir zu teuer. Copper Mail Shirts. Wie viel haben wir Points left? 700. Ich glaube, jetzt haben wir 7. Wo sind sie? Copper Battles, Copper Pick, Copper Mail Shirts. 7 Stück reichen. Bodywear, Headwear. Das kosten so Helmets. Aus Copper auch das gleiche. Aber das wird mir zu teuer wahrscheinlich. Legwear, Beinkleider. Gibt es da auch was Günstiges? Water Buffalo Leather Trousers. Dann nehmen wir mal noch 7 Stück von mit. Gut.
Shields, glaube ich, brauchen wir nicht. Toys, Instruments, Drinks. Drinks hatten wir 60 Stück vom Dwarven Ale. Eins. Dann nehmen wir noch ein paar mit. Nochmal 60. Oder kommen nur 30? Wer weiß, wann wir selber brauen. Cheese, Powder, Extracts, Meat, Fish, Pflanzen, Plump Helmets. Aber die hatten wir ja schon, oder? Da, 60 Stück. Können wir nachher den Rest noch aufstocken. Stone, Cages, Bags, Fäden, Seile, Barrels, Flask, Waterskins, Quivers, Backpacks. Ich glaube, da brauchen wir jetzt erstmal nichts von. Eggs. Closed Net, das machen wir. Nestbox können wir selber bauen. Dann gehen wir mal zu den Animals. Da hätte ich gern einen Hund. Und. Aber warte mal, da gibt es auch einen War Dog. Der ist ja bestimmt besser, ne? So, die beiden sind im Ausgang und warnen uns. Ne? Oder Eingang, wie man sehen will. Hunde haben wir. Cave wie Saw, Schweine. Eine Kuh hätte ich gerne. Cow. 151. Wenn wir zwei nehmen, sind es 300. Weil ich brauche dann auch einen Bullen. Aber dann kriegen wir Milch und Käse. Aber die sind mit 150 zu teuer. Das nehmen wir wieder raus. Das hat keinen Sinn. Ram kostet uns 50. Schaf, da kriegen wir auch Wolle. Das passt. Und dann kriegen wir noch Häschen hier. Oder Hühner, Hühner. Hen. Und ein Rooster. Haben wir. Warte, Hennen können wir gleich drei nehmen. Das funktioniert dann besser. Enten brauchen wir nicht. Gänse brauchen wir nicht. Sonst noch Hasen wollte ich haben. Bunny. Eine Doe Rabbit. Zwei und ein Buck. Ein. Das ist unsere Essenseinnahme auch. So. Ich glaube, von den Tieren, dann kriegen wir noch zwei beim Karren bei. Keine Ahnung, welche das sind. Müssen wir aber gucken. Ram, Eve, Hen, Rooster. Das ist erstmal unsere Tierversorgung. So, jetzt haben wir hier noch 240 Punkte über. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Nur Essen und Trinken wahrscheinlich. Du hast, sind, das haben wir schon durch. Na, komm, hier nehmen wir nochmal 10 davon mit. Und das Bier von hier, machen wir da auch nochmal 60 raus. Plump Helmet so, jetzt haben wir noch 170. Ja, die Plump Helmets brauchen wir schon noch. Müssen erstmal Essen haben auch. 50 ist noch über. Ich glaube jetzt nicht hier irgendwas vergessen zu haben, oder? Leder, Close, Close, Crafts. Ne, das ist Crafts, brauchen wir nicht. Wood, Metal Bar. Brauchen wir alles nicht. Seeds haben wir. Anvil, Weapons. Pickaxe. Ich glaube, die Battle Axe kann man auch zum Holzhacken nehmen. Training Weapon, Ammo, Traps, Components. Habe ich hier irgendwie vielleicht was drin, was ich sehen könnte, aber ich glaube, das ist alles nicht, was wir jetzt brauchen. Ne. Eine Iron Pickaxe, Copper Pickaxe haben wir, ne, oder? Copper Pick. Ja. Bodywear, Hardware. Handwear, wie kostet denn so ein Handwear? Da haben wir 50, dann hätten wir ja. Roter Buffalo Leather Gloves. Guck mal hier, dann nehmen wir da 5 Stück, 7 Stück schon mal mit. Dann sind die noch ein bisschen geschützt. Drinks, Cheeses, Powder, Extracts. Garden Vegetables.
Nee. Stone Cages, Bags. Flask, Waterskins, Quiver. Eier? Nee. Können höchstens noch bei den Animals noch ein paar Hühner oder Hasen mitnehmen. Hasen. Booster. Hätten wir noch irgendwas, was ich so sagen würde, das ist noch ganz cool, wenn wir das hätten. Katze auf gar keinen Fall, die werden wie Unkraut. Weiß ich noch nicht. Items, komm, lass uns noch hier Plump Helmets. Dreier. Und jetzt bleiben uns 3 Punkte noch über. Gibt es überhaupt was mit 3 Punkten? Ich glaube nicht, ne? Barrels kosten 10er, Buckets kosten auch ein 10er, Splints. Das brauchen wir alle nicht. Seeds kosten einzeln, also gibt es noch 1, 2, 3 Plump Helmets, Spawns und dann sind wir schon fertig zum Embarken. Ne? Fortress Name brauchen wir jetzt noch. Font Component Random. Oh Gott, das sind alles Sachen, die ich Throwhelm. Gibt's da was, Zatzon? Das sind alles Namen, du. Mekison. Clear. Sonnen. Helm. Das hört sich doch gut an eigentlich, oder? Rear Component Lurid. Random. Da oben. Gibt's das hier random komplett? Name your settlement. Work Guilds. City Conflict. Cable Land. Copper Shafts. Gravel Spray. Fernworks. Postcross. Bolts worked. Keine Ahnung, was das alles heißt, ne? So, 5-mal drauf gedrückt. 1, 2, 3, 4, 5 und das nehmen wir. Ender Bridge. Ender Bridge. Okay. Dann. Group Name. The Helmet Paper. Na, das hört sich jetzt nicht so toll an. Das können wir so lassen. First Adjective ist Helmet und das Last. Wo kommt das Last weg? Paper finde ich doof. Cherished the Helmet Paper. Das Paper ändert. Jade the Helmet Paper. Okay, das war es wohl nicht. Das Clear mal the Helmet Paper. Stigma Paper. Brauche ich auch nicht. Name your group. The Helmet Paper. Was ist das? Paper of Geared. Nee. Wieso ist da immer dieses Paper dabei? Aber das ist halt gerade so, ne? Komm, random. 1, 2, 3, 4, 5. Hört sich das gut an? Lesanders of the Liberation. Ja, das hört sich doch top an. Zack, haben wir. Group Symbol. Historical Figure. Nee. Tree ist vielleicht cool, oder?
Birke, weil es eine Pionierpflanze ist. This is an image of a Birk. Okay. Dann. Problems gibt's nicht. Save Profile. Profile 1. Ass Reiter ist das Profil. Und zwar E2. Nee. S2, Staffel 2. Save. Und dann Embark. Und Embark findet wahrscheinlich dann jetzt noch statt. Preparing Map. So, wir sind da. Strike the Earth. Unser Wagen ist auch schon schön hier an der Seite. Oh, das läuft sofort los, das Spiel. Das ist ja nicht so schön. Und das sind unsere Tiere alle hier. Ich sehe jetzt natürlich auch doch ein Pferd haben wir noch gekriegt, ne? Stray Horse, okay. Und das zweite Tier ist, haben wir Glück gehabt. Zwei Pferde sind Dance. Das ist ein Männchen. Und das leider auch. Okay. Zwei Pferde, die leider, ne, keine Stuten sind. Aber egal. Gut, das ist unser Wagen, der so ein bisschen kaputt aussieht, aber das ist auch nicht schlimm. Haben wir definitiv jetzt erstmal alles hier hingekriegt. Wie immer etwas schwierig mit dem Rauszoomen. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht geschnallt. Da. So, jetzt zoomen wir mal raus. Jetzt haben wir rausgezoomt. Falltasten, ne, WASD, ne? Okay, da ist der Fluss. Hier ist rechts das Land, wo es reingeht. Ja, das ist übersichtlich. Bäume sehen wir genug. Hier ist noch ein See, aber der sollte uns vielleicht nicht so das Problem sein. Das Wasser finden wir hier. Was ist das denn hier? Ist das was Spezielles hier? Keine Ahnung. Müssen wir uns mal später angucken, denke ich. Aber hier ist schon eine coole Stelle, um hier reinzugehen. Da könnten wir eigentlich schauen, dass wir das hier, die Schrägen alle wegmachen, ne, die Rampen, und dann hier vielleicht den Eingang haben. Aber andersrum, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch besser, hier reinzugehen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Weiß ich noch nicht. Hier oben ist es nicht so dolle, finde ich. Oder hier vorne irgendwo rein, mehr auf der Ecke. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Vielleicht hier irgendwo. Hier rein wäre vielleicht nicht schlecht. Oder hier. Gut, würde aber sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.